Willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 3. Ja, wir waren jetzt ja in der Schule drinne, die aber mal ganz ehrlich gesagt ganz schön weit unterirdisch hier in diesem Boden drinne ist. Ja, fast unrealistisch, was das zumindest angeht. Finde ich auch tatsächlich jetzt, auch wenn ich da einen Bezug dazu nehme, in DayZ besser. Man hat, was man sieht. Und nicht noch irgendwelche versteckten Sachen, die durch den Laden erst geladen werden und gar nicht optisch reinpassen. So, wir wollen jetzt nach da drüben die Leiche holen, hat den wir in der letzten Folge gesagt. Bedeutet, ich muss da drüben rauf, wenn ich das richtig bin. Kann ich da einmal rumrennen? Wie komme ich da drüben drauf? Hier sind Bretter. Ha! So easy. Hier war ich doch schon. Mach ich erstmal die Schule, bevor ich die Leiche, die ich eigentlich jetzt haben wollte. Was hat die denn alles? Was ist das? Ein blöder Scheißhelm? Wasser? Ja. Ist 7 wert, wie gesagt. Darum geht's mir. Ich würde auf jeden Fall richtig viel verkaufen. Bedeutet aber auch, ich muss wahrscheinlich gar nicht zurück in die Stadt, wenn ich mich rechne, sondern es gibt ja diese Karawanenhändler. Und bei denen müsste ich wahrscheinlich den Krams verkaufen. Kann ich die eigentlich jetzt noch hier boxen? Oh ja. Eigentlich müsste ich ja mein Inventar mal checken. Wie komme ich jetzt hier? Mein Inventar checken, einfach nur um zu sehen, was ich tatsächlich an Munition habe und welche Waffen mir optional zur Verfügung stehen. Falls wieder mal Gegner kommen. So, mit A. Kronkorken nehme ich. Aber 300 ist echt übertrieben, ey. Na gut, ich könnte das Sturmgewehr verkaufen, ne? Wenn ich mir überlege, dass das ja schon alleine fast 300 sind. Chinesische. Was? Ne, die habe ich schon, ne? Wie viel bringt die? 2. Ah, ne, darauf kann ich verzichten. Ja, das ist dann wieder eh dasselbe. Wie viel Schlagring? Macht der mehr als meiner? Meiner hat gar keinen Wert mehr, macht aber 5. Der hat noch 4 Werte, macht 6. Dann gut. Waffen. Ich sagte Waffen. Also auf den Wert tatsächlich, der die 4. Es gibt bei der Sicherung, dass ich mehr Schaden mache beim Hauen. Ja. Obwohl, seht ihr das? Es öffnet sich immer eine... Oh ne, da ist immer was anderes drin. Ich drücke immer Tabulator, um rauszukommen. Es ist so DayZ-mäßig drin, das glaubt man gar nicht. So, da sind wir hier auch durch. Ja, das war die Schule von Springvale. Und wir müssen ja immer noch die Nachricht überbringen. Fucking Riders, Alter. Ah. Müssen wir das machen? Sieht aber gut aus. Schade. Schade, schade, schade. Aber ich freue mich schon auf den ersten Händler. Ein UFO. Ach so, stimmt. Ich war ja das letzte Mal bei Nacht hier. Ich habe ja gar nicht alles hier schön gesehen. Wie schön aufwendig das hier konstruiert wurde. Leute, die dieses Spiel kennen, bitte könnt ihr mir beantworten, wie ich permanent die Radioaktivität wieder wegkriege. Und das hätte ich ja gar nicht so viel Essen brauchen sollen. Und da muss man vorher immer eine Resistenz vorher dafür nehmen. Das heißt, ich habe jetzt die Arschkarte. Dann muss ich in die Richtung. Ja, da wo der Fall mir das sagt. Da in die Richtung.
Ach Mensch, Leute, Konzentration ist alles und die habe ich anscheinend nicht. Jetzt ist meine Frage natürlich, ob ich jetzt weiter da hinten hin möchte oder nach da. Was würdet ihr denn sagen? Ja, Fabrik? Wir versuchen mal die Nachricht auf dem Rückweg, können wir immer noch gucken, ob wir da hinten hin wollen. Oh, der Funksignal ist weg, okay. Dann ist es ein bisschen ruhiger, ist doch auch nett. Und ich sehe schon einen, die ersten Gegner. Ich versuche gerade mit V die auszumachen. Ich lasse doch extra mal die Schlagringe. Wenn das sowas wie die Ameisen sind, dann boxe ich die ab. Die umlaufen mich. Habt ihr das mitgekriegt? Guck mal unten drauf. Wir lassen die mal, wie es ist. Nehmen wir noch das Schiff da unten mit? Oder Aufgabe? Aufgabe, oder? Ich meine, das ist zwar eine riesengroße Open World. Aber wir müssen ja nicht jede Kleinigkeit machen. Und ich denke mir, wir werden die noch früh genug. Alter, warum sind. Da! Was ist denn das? Das ist auf jeden Fall gegnerisch. Alter! Da gingen die Ameisen ja gar nichts. Alter, die haben es mir voll gegeben. Maulwurf. Okay, okay, Leute. Jetzt probieren wir, möchte ich mal so ein Skinpack ausprobieren. Kann vielleicht sein, dass das rausgeschmissenes Krams, also Zeug ist, aber ich probieren möchte ich es gerne. Wo haben wir das denn? Stimpack, wir haben drei davon. 46? Ja, reicht. Eins. So, und jetzt gucke ich mal, ob das permanent bleibt oder auch wieder weggeht. Ja, vielleicht sollte ich mir mal eine richtige Waffe zulegen, ey. Nee, das Luftgewehr nehme ich nicht, sondern wo ist denn die Schrotflinte, die ich vorhin benutzt habe? Luftgewehrmunition. War doch gerade eine Schrotflinte. Drei Schuss. Das ist die. Eine Jagdflinte. Muss ich mir merken. Ist das eine Art Panzer? Ja, irgendwie so ein gepanzertes Fahrzeug. Nur ein Teil davon. Man muss ja dazu sagen, dass die Realität in diesem Spiel hier, also die war natürlich eine ganz andere. Wie ihr seht, hat sich die Zukunft ganz anders entwickelt. Es gab fliegende Autos. Alter, wo ist denn diese Drecksaufgabe? Welcher Ort ist denn das? Ich meine, das müsste mir wahrscheinlich auch gleich angezeigt, wenn ich hier reinlaufe. Speed Limit. Oh, das sieht mir gut gesichert aus. Territorium aber gut gesichert. Die leben hier, das ist ein Dorf, ne? Naja, wenn ich nicht reinkomme, kommen die nicht raus. Und die werden bestimmt irgendwie rauskommen. Das bedeutet, irgendwie werde ich auch reinkommen. Sollte man von ausgehen. Wie heißt dieser Kaffee? Ah! Hey, wer sind Sie? Ich führe nichts Böses in Schilde, ich bin nur auf der Reise. Ich bin der König des Ödlands, aber egal, darf ich rein oder nicht? Na, wollen wir mal hier großkotzig tun? Ah, dann glaube ich, habe ich... Wir sind ein Bandit. Gut, was wollen Sie? Weil wir Muni brauchen. Mich nur etwas umsehen, keine Angst, ich tue nichts. Ach, keine Ahnung, ich wollte ein paar Brände legen, na, und ein paar Leute töten. Ich glaube, der glaubt das, weil wir auch die ganzen Raiders und so bei uns haben, die hier ein bisschen krank sind. Sind sie alle Besuchern gegenüber so lästig?
Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich warne Sie. Es ist nicht sicher hier. Kürzlich haben Supermutanten angegriffen und einige von uns verschleppt. Kommen Sie rein. Aber machen Sie keinen Ärger. Klar? Wenn das gehen würde, würde ich mich einfach von hinten an ihn ranstellen, den Kopf wegblasen. Na, guck mal. Aufgang und Zugang, Big Town. Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte und dem Pitball können Sie diese direkt aufsuchen. Ja, genau. Deswegen sind wir hier. Mit den Menschen in dem Wildheu und ihren gefangenen Freunden. Was? Was für eine Aufgabe? Die Menschen in Big Town zu ihren gefangenen Freunden befragen. Okay, einfach nur Blabla. Ein Besucher? Wer würde dieses Loch besuchen wollen? Sie wollen uns doch sicher vergewaltigen und ausplündern, richtig? Ja. Na? Ja, wäre aber auch egal. Wir sind sowieso alle Snacks für die Supermutanten. Mit dir fange ich an. Das Einzige, was Sie wissen müssen, ist, dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Früher oder später werden Sie uns alle kriegen. Wer sind Sie überhaupt? Ein Held, der gekommen ist, um unsere Freunde vor den Mutis zu retten? Ha, Sie sind doch nur hier, um Ärger zu machen. Richtig. Woher weiß er das? Der kennt mich wie aus einer Westentasche. Moment mal, hab nie gesagt, dass sie mir egal sind. Ich weiß nur, dass niemand so dumm ist, nach Germantown zu gehen. Wieso? Wollen Sie sie retten? Ja, wir lassen uns das bezahlen, wir brauchen Kronkorken. Das hatte ich mir schon gedacht. Sie sind ein Söldner. Wir brauchen Sie nicht. Gehen Sie ruhig in den Tod. Aber sagen Sie nicht, Sie tun's für uns. Gemacht. Jetzt muss ich die auch noch retten als Aufgabe. Gut, wenn Sie sterben wollen, dann mal los. Sie sind in irgendeinem Polizeikommissariat in der Nähe von Germantown. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Moment mal, Germantown? Gar keine Anspielung hier, ne? Also direkt, da geht's ja wohl und gar nicht. Und was lebt im Germantown? Die Supermutanten. Ich würde mal sagen, du hast zu viel hier Wolfenstein gespielt, ne? Wir können in dieser Stadt zwei Dinge tun. Leiden und sterben. Sonst gibt's hier nichts. Auch keine zu plündernden Geschäfte. Hallo? Ja, ich kann's machen. Ach. Ja. Ich hab hier ein ganz, ganz teures Gewehr. Das darf ich nicht übergeben lassen. Ach, fuck you, Alter. Wir sind ja noch mehr zerstört als vorher. Seht ihr das? Der macht, kann es verbessern. Aber er macht es auch gleichzeitig kaputt. Wir werden alle sterben. Deine Mutti. Und vergewaltigen werde ich dich auch. Needle? Willkommen in Big Town. Nicht, dass viel von der Stadt übrig wäre. Diese Supermutanten entführen immer mehr Leute. Ach, sie haben sie irgendwohin nach Nordosten gebracht. Zu einem Polizeikommissariat oder so. Danke, dass Sie unsere Freunde retten wollen. Habe ich doch nie gesagt. Nein, Red hat eine medizinische Klinik betrieben. Aber beim letzten Angriff wurde sie von Supermutanten einkassiert. Immer wenn diese Dinger kommen, schnappen sie sich ein paar Leute, anstatt sie zu töten. Niemand weiß und will wissen, was dann passiert. Es gibt immer so viel Blut, wenn sie wieder weg sind. Und dann muss jemand die Leichen beseitigen. Ich soll eure Freunde retten, aber ihr kümmert euch überhaupt nichts. Ihr wird nicht wissen, was mit dem passiert ist. Ich bin es so leid, ständig Angst zu haben. Bück dich. Meine Güte, ey.
Was für ein bekackter Ort. Ah, hallo, ich bin Bittercup. Endlich jemand, der kein Urteil über mich fällt. Wissen Sie, die Leute hier sind sehr schnell davon überzeugt, alles über jemanden zu wissen. Ich meine, nur weil ich anders aussehe, bin ich doch noch kein Freak, oder? Mann, diese Welt ist echt Mist. Niemand versteht das. Man hört immer nur bla 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 bla. Was ist denn mit diesem Mädchen los? Mal gucken. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident. Gott, es ist wirklich toll, dass mich endlich jemand versteht. Ich meine, klar, als ich Little Lamplight verließ, war ich froh, endlich weg zu sein. Ich war mit Pappy befreundet. Ich bin hierher gekommen und er sagte ständig, Bigtown ist sicher. Aber das war Quatsch. Es gibt ständig Angriffe. Aber mit Lügnern gehe ich nicht aus, also habe ich ihn verlassen und habe Flash getroffen. Hat nicht lange gehalten. Dann hatte ich was mit Time Bomb. Ach ja, und was? Nicht, dass ich etwas darum geben würde, was Sie denken. Einer der beiden würde ich gerne nehmen. Entweder möchte ich gerne nehmen, wenn ich das sagen darf, sie sehen wirklich etwas anders aus als alle anderen. Oder cooles Make-up, die Leichenblässe spiegelt sie das Licht so schön wieder. Nehmen wir mal das. Wirklich? Ich meine, gut. Niemand will so aussehen wie die langweiligen Penner in dieser Stadt. Außerdem, wenn wir schon alle hier sterben werden, soll meine Leiche wenigstens besser aussehen als die dieser blöden Ödländer. Siehste? Ich versuche dir noch rumzukommen. Ich gucke mal, ob man das überhaupt machen kann. Ich glaube, das geht gar nicht in dem Spiel. Da brauche ich mir nämlich auch gar nicht immer so viel Mühe geben. Sind Sie schon liiert? Oh, naja, ich muss jetzt los. Aber ich würde mich über einen neuerlichen Besuch freuen. Wieso musst du los? Hey, 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 warte. Ein Besuch also. Raten Sie mal, was ich in der Wüste gefunden habe, als ich eigentlich auf Patrouille hätte sein sollen. Hier, das ist für Sie. Oh. Manchmal gehe ich durch die Stadt, um nach Kreide und Make-up zu suchen. Auch wenn man sowas hier nirgendwo kaufen kann. Ich wünschte, es wäre eine Geisterstadt. Wenn ich tot bin, werde ich hier sicher spuken. Damit werde ich es mir mit ihr verscherzen, glaube ich. Je nachdem, wie ihr Charakter ist. Fragen wir also noch Es gibt da im Nordosten irgendwo ein Polizeikommissariat. Begraben Sie unsere Freunde, falls Sie sie finden. Mich suchen schon genug Gespenster heim. Urteilen Sie nicht über mich. Ich kann nichts dafür, dass diese Stadt nur aus Lügnern und Idioten besteht. Sie können sich nicht von mir trennen. Wir werden sowieso bald sterben. Aber warum glauben Sie, dass ich mich von Ihnen trennen würde? Wenn ich sterbe, möchte ich mich im Jenseits sicher nicht über die Trennung von meinem Freund sorgen. Man muss Prioritäten setzen. Ich möchte die gerne abschleppen und das geht nicht. Das ärgert mich gerade. Wenn die Muties sie erwischen, kommen sie als Geist zu mir, ja? Hey, sieh, ich versuche gerade ein Wort zu finden, das sich auf Schwermut reimt. Tschüss. Mist. Mist, 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 das geht also nicht. Ich möchte mich zu dir legen.
Hey, Sie, ich versuche gerade... Ja, tschüss. Super. Hier, das dazu. Danke, sehr nervig. Und wahrscheinlich wegen dem Grund spackt auch wieder YouTube rum. Wäre nicht das erste Mal. Ach, ich habe ja ein Geschenk gekriegt. Wo ist denn das Geschenk? Wahrscheinlich bei Hilfe kann das sein. Alter, wo ist denn das Geschenk? Mal im Ernst. Ah, habt ihr das gesehen? Ich kann auch bestimmte Punkte ganz genau heilen. 74. Red Away, ach, seht ihr, es gibt tatsächlich was, um das wegzumachen. Das ist dann nur, damit man resistenter ist und das andere, was. Ah, okay. Man lernt dazu. Aber wo ist das Geschenk? Auch hier sein. Komm Leute, das Geschenk wollen wir auf jeden Fall diese Folge noch finden. Ein Buttermesser, ein Clipboard, zwei Gabeln. Die ist nichts wert. Weg. Braucht nur Gewicht. Wo ist das ruiniertes Buch? Weg. A-Klammer. Kein Gewicht behalten wir. Kaffeekanne weg. Kleines ruiniertes Buch weg. Kleines versenktes Buch weg. Was habe ich denn da für einen Scheiß überall aufgenommen? Lackierpistole behalten wir. Ledergürtel behalten wir auch mal. Leere Whiskyflasche weg. Den müssen wir abgeben. Lunchbox. Na, drei. Lassen wir erstmal drinnen. Das braucht ja hier kein Gewicht. Den behalten wir. G-Schlüssel behalten wir auf jeden Fall auch. Schlauch, Entschuldigung. Ein Pümpel weg. Oh, guck mal. Schachtel Zigaretten, schön viel wert. Ein Schnapsglas weg. Schraubenschlüssel, den können wir vielleicht mal für irgendwas gebrauchen, deswegen behalte ich den mal. Eine Sensormodul, sehr schön, Stange Zigaretten, noch besser. Vorkriegsgeld, wiegt nichts und ist was wert, sehr gut. Was ist das, eine Wackelpuppenmedizin? Was passiert, wenn ich da drauf klicke? Nichts. Zerbeulte Blechdose, weg. Schlüssel behalten wir. Sehr gut. Aber wo ist das Geschenk? Die Sachen hatten wir auch alle schon. Kann ja nur noch bei den Waffen sein, ne? Hm. Jetzt hatte ich zählt das als gelesen. Okay, wer das hier legen möchte, ich scroll mal ein bisschen runter. So, könnt ihr mal mit Pause machen. Tja, ich habe das Geschenk nicht gefunden. Ich habe ein Geschenk bekommen, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich habe den ganzen Scheiß erstmal weggeworfen. Ja, Leute, wer von euch tatsächlich das Geschenk gesehen hat, möge das doch bitte in die Kommentare schreiben, was ich nämlich übersehen habe. Ach. Und wir beenden diese Folge, indem wir diese schlafende Schönheit beobachten, zu der wir uns leider nicht hinlegen können.
Sehr schade. Naja, bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge Fallout 3.